Immer wieder werde ich gefragt, wie sich Schnecken eigentlich verteidigen. Und heute werde ich euch zeigen, das ist das Baby von Horst und Angelo. Und sie, wenn sie sich bedroht fühlen, wackeln sie so mit dem Haus und schlagen mit ihrem Hinterteil vom Fuß, also mit ihrem, sagen wir mal, Schwanz. So sieht das Ganze dann aus. Können nicht alle Schnecken.